Verinade über den Nettohasen. An der Stelle, frohe Ostern. F***t euch. Warum? Weil ihr wolltet, dass ich dieses Video mache, okay? Okay, ich auch. Ich muss mir seit 4 Jahren dieselbe Werbung angucken und sie nervt. In diesem Sinne, hey Leute, ich bin's wieder, der werbefreundliche Mann aus dem Internet. Und wir Menschen, wir sind ja Gewohnheitstiere. Morgens stehen wir auf, abends gehen wir schlafen, zwischendurch ist irgendwann mal Ostern. Ostern, das Fest der... Ich weiß nicht. Irgendwas zündet man an. Ist das das mit dem Kackebeutel, wo man klingelt und dann ganz schnell wegläuft? Nee. Wieso auch immer, ist es seit 4 Jahren Tradition geworden, dass unser Lieblingsdiscounter uns mit Feiertagswerbung zubombardiert, als wäre unser Gesicht Dresden 45. Fliegeralarm wäre mir tatsächlich manchmal lieber, als nochmal zu erklären, wo der Unterschied zwischen Netto und Brutto ist. Alter, Netto ist nach Steuern. Deswegen ist der Nettogehalt kleiner als der Bruttogehalt und der Nettopreis höher als der Bruttopreis, Mann. Das ist wirklich nicht schwer, Mann. Wo wir gerade beim Namen von Discountern sind, warum heißt Edeka nicht einfach Edeka? Und was ist ein Lidl? Und heißen die nur Aldi, um all die lustigen Wortspiele zu machen? Weil wenn ja, das ist nicht witzig. Ist nicht witzig. Na, vielleicht schon ein bisschen. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Hashtag der wahre Osterhase von Netto. Es gibt den Osterhasen nicht genauso wenig wie die Weihnachtsmann. Tut mir leid, Philipp. Und mit Netto habe ich ja noch ein Hühnchen zu rupfen. Bis heute hat Netto kein Natto im Petto. Alter, ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt. Aber das ist der perfekte Werbeslogan schlechthin, Alter. Aber nein, stattdessen lasst ihr irgendwelche Babys auspeitschen, damit sie tanzen oder Katzen vor einem Fraß weglaufen. Puh. Ich weiß, es ist schwierig, Werbung für einen Lebensmitteldiscounter zu machen. I know. Edeka hat das hier gemacht, Alter. Kaufland, da. Aber warum muss das jetzt sein, Alter? Aber mit dem Osterhasen, Alter. Naja. Aber zuerst kann ich grundsätzlich gar nicht wirklich meckern. Das sieht gut aus, ist tipptopp animiert. Es gibt ein komplettes Behind-the-Scenes-Video. Und es ist einfach crazy, was sie angestellt haben, damit das Ganze so gut aussieht, wie es aussieht. Das hat Geld gekostet. Anscheinend so viel Geld, dass sie seit 4 Jahren dieselbe Werbung ausstrahlen. Oh mein Gott! 2022. Ich sehe den scheiß wahren Osterhasen nochmal. Ich würde euch ja auch gerne vorrechnen, wie teuer das Ganze war, aber da müsste ich dann die Videoqualität durch die Nettoqualität rechnen und durch Null teilt man nicht. Also weiter im Text. Wenn ich diese Federfresse sehe, krieg ich Bock auf Moorhuhn, ich sag's, es ist. Und meine Fragen direkt zum Anfang. Da im Hintergrund sind Marder. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Netto da jetzt nicht so eine tiefe Lore wie Zootopia aufgebaut hat. Also, was haben die da hinten auf dem Teller? Als ich das letzte Mal geschaut habe, waren Marder noch die natürlichen Feinde des gemeinen Huhns. So ist also die erste Stufe des Wolpertingers entstanden. Interessant. Naja, ich habe mich schon immer gefragt, was ein eierlegender Hase mit der Wiederauferstehung Jesu zu tun hat. Ist irgendwie komisch, oder? Aber wie sagte das Christkind vor 2000 Jahren schon so schön? Liebe deinen Nächsten, auch wenn es nur ein Hühnerpo ist. Und warum guckt er jetzt so, als wäre sie was Besonderes? Aber die anderen Hühner, die haben das exakt selbe Model. Lass die Luft aus der Karotte und guck erstmal, ob du die wiedererkennst, wenn du dich dreimal im Kreis gedreht hast. Aber nein, hier, Meister Schlampe geht natürlich direkt für das erste Lebewesen auf der Party. Und nur falls es keiner mitbekommen hat, das ist ein Huhn. Und das ist ein Hase. Aber dem Lusttrieb unseres kleinen Rammlers ist es natürlich egal. Every hole is a goal. Rein da. Jesus Christ. Also ich verstehe, ihr habt einen knappen Timer. Aber so eine gestauchte Lebensdauer habe ich das letzte Mal beim Bösewicht von Baymax gesehen. Alter. Und wer braucht Interspecies Reviewer, wenn wir einmal Opa Hase hier fragen können, wie sich die Tiere des Waldes von innen anfühlen? Und wie fortschrittlich ist diese Gesellschaft bitte? Ich meine, die haben einfach ohne Probleme geheiratet und Real Estate gefunden. Looking inside, ja? Der Hase hat ganz schön tief mit seiner Möhre da ins Huhn geglotzt, oder? Ich habe hier biologisch ein paar Fragen. Ah, wie funktioniert das mit dem Puploch? Kaninchen haben ja ein Pupu und ein Pipi und die Mädchen haben noch ein Baby? Aber so ein Huhn ist doch so eine All-in-One-Scheiß-Railgun. Das neue Loch? B, haben die dann... Oh. C, wieso schlüpft dieses Vieh auf so einem satanischen Opferaltar? Sollte der nicht unterm Arsch seiner Mutter sein? So ein Ei kühlt doch aus. Und D, also haben die wirklich... What? Something so small. It gets lost when left. Und die zweite Lebensgeschichte in 4 Sekunden. Lasst euch da mal bitte ein bisschen Zeit. Edeka haben ihren alten Mann auch in 5 verschiedenen Winkeln 2 Minuten lang vergammeln lassen. Und ihr packt einfach 20 Jahre Worldbuilding in die ersten 20 Sekunden. Mein Brain ist overloaded. Wie soll ich denn bei euch einkaufen gehen, wenn ich schäumend auf der Couch liege? Wieso machen die sich jetzt Sorgen? Die leben in der Welt, wo ein Marder kein Chicken Mac irgendwas frisst. In deren Universum ist man verheiratet, wenn man sich küsst. Oder es ist jetzt doch nicht ganz akzeptiert, dass ein Hase und ein Huhn irgendwelche Hybridbabys aus der Kloake eiern. Das ist nicht gut. Das ist kein gutes Storytelling. Da wurde 100 pro irgendwas rausgeschnitten, Alter. Bald 5 Jahre, Netto. 5 Jahre. Wann kommt der Snyder Cut? In 4:3 und schwarz-weiß. Mit Batman. Das wäre irgendwie cool, muss ich sagen. I know that. Also,
ich möchte es mal ganz kurz analysieren, okay? Er meldet sich, kriegt eine Flasche an den Kopf, ist komplett still und bei ihm wird auf den Tisch gehauen. Was ist das für ein Arschlochlehrer? Das deutsche Schulsystem. Nice, Alter. Und die Schweine sitzen hinten, das passt auch. Ja, und dann scheißt er halt auf den Boden. Das muss man ja auch mal, da muss man nur drüber reden. Und hier wieder, wie funktioniert sein Popi? Dieses Ei hat die Maße seines gesamten Körpers. Wie sehr kann der stretchen? Und wie lange inkubiert so ein Ei in ihm und woher kommt die Farbe? Kommt es hart gekocht raus? Muss man den Hasen schütteln und dann kommt noch eine Packung Maggi und eine Plastikgabel raus? Ich habe so viele Fragen. Aber will ich jetzt wirklich öfter bei Netto einkaufen gehen, weil ich das gesehen habe? Ich weiß nicht, was ich will. Vielleicht mir mit einer Gabel die Augen ausstechen. Gute Werbung bis jetzt. Jetzt mal nur ganz so kurz am Rande. Deine Scheißefresse wird bald Bacon. Du bist ein ganz normales Hausschwein. Ein wilder Hase ist noch ein bisschen besser. Also halt die Schnauze. Und der andere frisst Autoschläuche und beißt wild um sich, wenn er Kühlmittel riecht. Halt's Maul. Du bist Müll. Also nicht alle Marder. Aber es gibt so einen Arschloch-Marder, der hat mal mein Auto kaputt gemacht, nachdem ich von der Werkstatt kam, um den ersten Marderschaden zu reparieren. Und das finde ich bis heute gemein. Und so einer ist es. Something tells me that I can. Sag mal, haben die Eltern dem die Eier morgens eingeführt? Ich meine, Tupper gibt's nicht im Wald, da musst du das Essen für die Mittagspause irgendwie anders mitnehmen. Und ja, deine Eltern sind ein Huhn und ein Hase, aber die Rechnung gibt immer noch nicht bunte Eier aus dem Arsch. Ich würde eher um Hilfe fragen. Ich meine, wenn die Eier nur blau wären, dann gehst du halt hinter Netto. Aber allen anderen Farben muss ein Arzt her, Alter. Huhn und Hase jetzt noch Rahmeneltern, das sind ja schon drei Tiere. Wie useless sind die beiden bitte? Mein Sohn ist weg! Komm, Schatz, wir befruchten das nächste Gelege. Keine Suchtrupps, keine Polizei, Alter, die gucken niemand nach dem. Wissen die überhaupt, was man macht, wenn das Kind wegrennt? Oder ist diese Society mit Restaurants, Religion und Hochzeit dafür dann wieder nicht genug? Aber dass er exakt einen Tag im deutschen Schulsystem verbracht hat und dann ohne seine Familie flüchten will, ist schon realitätsreif. Wieso freut der Hase sich über eine Großstadt? Berlin! Super viel Hasen. Ne, da kannst du das Essen direkt im Müll holen und vielleicht auch da deine Eier verstecken. Was macht ein Feldhase ohne Feld? Ist das ein CGI? Pff, verstehst du, weil... Aber jetzt mal ohne Mist. Wir haben Stunden um Stunden verbracht, um herauszufinden, ob diese Beine echt sind oder den Computer animiert. Ich sag nein, Philipp sagt doch, Nico ist besoffen und es wird wirklich richtig aggressiv beim Überlegen, okay? Wir haben uns ja darauf geeinigt, alles ist CGI, nur das Ei ist echt. Ihr kennt ja vielleicht den Spruch von Materia, was macht man ohne Abi? Schauspiel studieren. Und wenn es dafür nicht reicht, sehen wir besondere Sachen auskacken und Witze über Scheiße machen. Moment. Das mach ich! Der realitätsnahe Weg für ihn wäre übrigens gewesen, dass er irgendwelche Tests für Alpecin durchführt und dann für den Rest seines Lebens Eier in eine Liegebatterie kackt. Die Szene ist übrigens aus American Beauty. Und das ist kein Film, mit dem ich ein kinderfreundliches Maskottchen verbinden will. Aber Erfolg allein macht ja nicht glücklich. Deswegen bin ich so traurig. Also geht's für den Eiertorpedo wieder zurück nach Hause zu Mami und Papi. Der hat ihn vor die Tür geschissen. Das mit dem Beutel Scheiße anzünden geht anders. Du musst ihn anzünden und wegrennen. Der steht da, als wird ein Ford Fiesta auf den zukommen. Aber ist ja auch süß, dass er nach den 48 Sekunden wieder nach Hause gekommen ist. Ja, das ist quasi die Osterkot-Version des verlorenen Sohns. Oh. Die umarmen den. Der hat sich nicht die Hände gewaschen. Und dann fressen die Paprika aus dem Netto. Die wachsen dann nämlich. Und der Blick, ne? Der hat doch gerade schon wieder gekackt, oder? Der brauchst du gar nicht so lange zu gucken, du Mutant. Get the fuck out.